Maikreuz. Ja, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Kato, für die, die mich noch nicht kennen sollten. Und wir spielen heute, wie man es schon hier sehen kann, das Spiel Still Life. Ja, ich muss sagen, ich weiß so gut wie nichts über dieses Spiel, außerhalb, dass es von denselben Machern halb ist wie Siberia. Deswegen, kann es ja nicht allzu schlecht werden, hoffentlich. Das Spiel hat zwei Teile. Den zweiten habe ich auch. Die gab mal auf Steam im Angebot, im Doppelpack. Da habe ich die mal direkt genommen. Und ja, es scheint irgendwie was Krimi-mäßiges zu sein. Und da ich sowieso totaler Krimi-Fan bin und das mal eine willkommene Abwechslung ist zu den beiden Sibiria-Teilen, die wir letztens noch gespielt haben, die ja eher seicht und ruhig waren, würde ich sagen, ich starte einfach mal den Timer und fange an. Ah, vielleicht vorneweg nochmal. Also, das wird jetzt halt das nächste Nachfolgeprojekt von Sibiria. Jetzt jeden Sonntag drei Folgen, wie gehabt. Wie man sieht, eine Woche später, wie Sibiria geendet hat, aber ist ja auch egal, ne? Ja, neues Spiel. Also ihr Talent für epische Videosequenzen haben sie auf jeden Fall noch. Oder hat sie auch schon bei dem Spiel, ich weiß gerade gar nicht, was eher rauskam. Aber man merkt halt, dass es aus demselben Hause wie Dingens kommt, Sibiria. So, wir können uns scheinbar bewegen. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Hast du sogar dieselbe Stimme wie Kate in den ersten beiden Teilen? Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Ja, ich glaube, das ist auch die Stimme von Carla Valenti aus Fahrenheit. Ich sollte vielleicht mal nachschlagen, wie die gute Frau heißt. Wenn ich sie jetzt schon so oft höre. Reden wir mal mit dem. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Miss McPherson. Und frieren Sie mir hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Gibt's hier scheinbar Quicktime-Events? Womit haben wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war. Und hab direkt Miller Bescheid gesagt, sonst niemandem. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller, vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. Okay. Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ob.
Dieser alte Donutfresser. Oh Mann. Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson. Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Tja, dann gehe ich mal hoch und schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Okay, während des Gesprächs, habt ihr bestimmt gesehen, kam hier irgendwie immer die Maus und da war immer eine oder zwei Tasten markiert. Die musste ich dann immer drücken, damit es weitergeht. Wie gesagt, ich denke, das artet hier in Quicktime-Events aus. Ich heule jetzt schon innerlich, aber na gut. Wenn es sich nur auf die Maustasten beschränkt, könnte das ja vielleicht noch was werden. Man konnte auch eine Tastatursteuerung einstellen. Das hatte ich in den Optionen gesehen. Aber ich glaube, hiermit wird es besser gehen, hoffentlich mit der Maus. Okay, das ist höchstwahrscheinlich Miller. Huch, da wollte ich noch gar nicht hin. Miller, ich habe Kaffee dabei. Möchtest du welchen haben? Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Lecker. Davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich besser. Vielleicht auch nicht. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. So. Und hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Okay. Victoria. Sehr nett. Nur so aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Ja, bitte. Oh weia, schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Sympathisch. Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Ich weiß gar nicht, ob das hier auf Zeit geht. Nee, scheinbar kann ich mir Zeit lassen. Wo ist Claire? Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Miller, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Okay. Kann ich hier was machen? Nur links klicken? Na super. Ah, nur keine Panik. Bis gleich. Das sieht ja wirklich gar nicht gut aus. Er sollte vielleicht mal lieber nach Hause gehen. I für Inventar? Tatsächlich. Lombardtech 35mm Kamera. Macht hochwertige Bilder. Was haben wir sonst noch hier? Ein paar Berichte, die können wir uns auch gleich durchlesen. Okay. Mittel 1, die Anatomie des Dr. Tulp. Ach, und hier ist einfach nur Menü. Na, wir können es ja mal lesen, was hier steht. Kapitel 1, die Anatomie des Dr. Tull, Prolog. Ein weiterer Tag im Büro, Neuigkeiten über die Berufung. Claire ist ein Engel, Browning ein Wichser und natürlich stapelweise Akten. Toller Einleitungssatz. Sollten Computer denn nicht das Papierkommen im Büro eliminieren? Notizen, Fotos, Berichte und noch mehr Notizen. Wenn ich mir die Schrift dieser Typen ansehe, hätten die genauso gut Arzt werden können. Von ihren Methoden bin ich auch nicht gerade begeistert. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja diejenige, die New Orleans gegen die ordentliche Prozedur verstoßen hat. Aha. Wir sind also nicht freiwillig hier. Wenn ich schon bei New Orleans bin, ich frage mich, wie sich Claire fühlt, da sie wieder mit mir in einem Fall zusammenarbeitet. Sie ist gerade nochmal mit ein paar weiteren Infos zum Mord an Kenworth vorbeigekommen. Nicht viel eigentlich.
Es war der Mühe kaum wert, deswegen vorbeizukommen, aber so ist Claire nun mal. Sie ist wie eine Mutter, sie kann nichts dagegen machen und sie weiß, dass meine Arbeit an diesem Profil das einzige Interessante an meinem Arbeitstag ist. Ich glaube, ich werde Kenworth als viertes Opfer deklarieren, auch wenn dieser Mord brutaler war als die anderen drei. Bleibt zu hoffen, dass unser Mörder nicht noch gewalttätiger wird. Das fünfte Opfer. Sieht so aus, als ob sich meine Befürchtungen bewahrheitet hätten. Es wird noch gewalttätiger. Ich sollte heute Abend Richard treffen, nachdem er in der Galerie fertig ist, aber als das Telefon klingelte, wusste ich, dass das nicht klappen würde. Er wird mir wahrscheinlich auch das Leben schwer machen, aber er ist selbst schuld, wenn er so eine Geheimniskrämerei um seine brandneue Ausstellung macht. Ich werde mir Zeit nehmen müssen, um sie nach der Eröffnung zu besuchen. Was bestimmt spaßig wird, während ich eine frische Leiche untersuche. Aber immer noch besser, als hinterm Schreibtisch festzustecken. Officer Tate wird vorgestellt. Officer Tate erwartet mich wie immer mit seiner rauen Schale. Irgendwie ist er aber süß mit seinem "Oh verdammt, Ma'am". Er spricht mich nur selten mit Special Agent an. Was immer mit Miss McPherson oder sogar ohne Miss. Das könnten sich nicht alle erlauben. Er ist ein guter Polizist. Ich bin froh, dass es bei ihm gut läuft. Ja, und Miller. Miller war auch bereits da, als ich ankam. Das genaue Gegenteil von Tate. Miller hat sich sein Essen schon wieder durch den Kopf gehen lassen. Ich kann das beim ersten Mal verstehen. Keiner ist beim ersten Mal darauf vorbereitet. Aber beim zweiten Mal? Er hat Potenzial. Er ist intelligent und kompetent. Aber das war ein wackeliger Start. Tate hat sich natürlich weggelacht und Claire war stinksauer. Ich glaube, jeder von uns war irgendwie nervös. Opfer Nummer 5. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt immer weiterlesen sollte. Den Prolog, das war ja das, was wir nur im Intro gesehen hatten. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen Vorab-Info, aber der Rest, den haben wir ja auch so mitgekriegt. Lesen wir uns mal lieber die Berichte des Gerichtsmediziners durch. Die könnten vielleicht jetzt schon mal sagen, womit wir es so ansatzweise zu tun haben. Stadt Chicago, Polizeipräsidium, Bericht des Ermittlers. Fallnummer 2004-07781, Tote Roslyn Checker. Checker, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Informationsquellen. Erstens Arthur Lee, Hausmeister, Universität von Chicago. Zweitens Thomas Creighton, Wachmann, Universität von Chicago. Und drittens Officer Victor Chow, ich weiß es nicht, CPD, also Chicago Police Department 7. Okay. Durchwahl und so Nummern, die muss ich ja nicht vorlesen, ne? Oder? Ist ja nicht so interessant. Ermittlung. Arthur Lee kam an der Ecke Barclay und Wharton auf meinen Patrouillenwagen zugerannt. Hocherregt berichtete er mir von der Entdeckung einer Leiche, einer unbekannten Frau in der Personaltoilette des Gebäudes für Erwachsenenbildung der Universität von Chicago. Ort? Nichts eingetragen. Tod, Gebäude für Erwachsenen. Achso, Ort, Tod? Das müsste, glaube ich, davor irgendwie sein, oder? Keine Ahnung. Gebäude für Erwachsenenbildung der Universität von Chicago. Kann ich mir hier einfach so weiterblättern? Zeugenaussagen. Officer Chow nahm Les Aussage auf. Lee berichtete, er habe die Tote in der Personaltoilette während der Durchführung seiner üblichen Reinigungsrunde gefunden. Ein einzelner Damenschuh fiel ihm auf dem Boden des Toilettenraums auf. Danach sah er die Tote in der Toilettenkabine ganz recht. Lee konnte niemanden unter den Notruf erreichen, also verließ er den Campus, woraufhin wir ihn trafen. Ich sollte vielleicht mal wieder besser vorlesen. Lee behauptete, dass das Gebäude unter der Woche um 21 Uhr abgeschlossen wird und das Personal normalerweise bis 22 Uhr gegangen ist. Okay, Ortsbeschreibung. Die Tote war über die Toilettenschüssel gebeugt. Ihr Gesicht war darin eingetaucht. Also das ist ja nicht sehr schön. Tränen an der Kleidung des Opfers weisen auf Widerstand hin. Es gab allerdings keine Anzeichen auf sexuelle Gewalt. Ja, immerhin. Die Bluse der Toten war über ihren Kopf gezogen. Wahrscheinlich um ihre Arme bewegungsunfähig und das Opfer wehrlos zu machen. Beweismaterial. Es wurden Fingerabdrücke, Haare und Textilfasern von der Spurensuche aufgesammelt. Ein teilweise erhaltener Fußabdruck auf den Rocksaum der Toten wurde fotografiert. Untersuchung der Leiche. Das Opfer hatte Prellungen am Kopf, wahrscheinlich aufgrund der Kante der Toilettenschüssel. Tiefe Drucksteine am Hals weisen darauf hin, dass das Opfer ertränkt wurde. Tränen auf den Rock der Toten lassen darauf schließen, dass sie versucht hat, sich gegen den Angreifer zu wehren. Identifizierung. Das Opfer wurde vom Wachmann des Campus Thomas Creighton identifiziert. Benachrichtigung des nächsten Verwandten. Die Tote war kinderlos verheiratet.
Nächster rechtlicher Verwandter ist der Ehemann John Maxon, der telefonisch benachrichtigt wurde. Auch schön, sowas am Telefon zu erfahren. Gewebeprobe nicht angefordert, Autopsiebenachrichtigung keine. Alfredo Bertoli. Ist das unser Gerichtsmediziner? Ja, das ist, Wie komme ich jetzt wieder zurück? Hallo? Achso, hier oben. Ja. Lesen wir uns auch direkt des zweiten Opfers durch. Stadt Chicago, Polizeipräsidium, Bericht des Ermittlers, Fallnummer BBB. Tote Elizabeth Walmsley, keine Ahnung, die Nachnamen hier, ne? Informationsquellen, Inspektor Menzies, CPD 3. Zweitens Edward Chichot, ich habe keine Ahnung. Wohnhaft in 112 Mosley. Drittens Patrick O'Connell, Arbeitgeber der Toten. Ermittlungen. Edward Cissot rief beim Notruf an und meldete einen untergetauchten Körper im Dachschwimmbecken seines Apartmentgebäudes bei 112 Mosley. Ich bekam den Anruf zugewiesen und begab mich mit Inspektor Menzies zur gemeldeten Adresse und dort auf das Dach. Die Tote trieb im Schwimmbecken. Wir holten die Leiche heraus. Das Opfer schien beim Baden spät nachts ertrunken zu sein. Ort Tod, Dachschwimmbecken in 112 Mosley, Chicago, Illinois. Zeugenaussagen. Cissot berichtete, dass er seinen allmorgendlichen Schwimmrunde einlegen wollte und die nackt im Becken treibende Tote vorfand, die ihm bekannt vorkam. Er konsultierte das Apartmentverzeichnis und stieß auf Patrick O'Connell, den er für den Arbeitgeber des Opfers hielt. O'Connell bestätigte die Identität der Leiche und dass sie für ihn als Haushälterin arbeitete. Ortbeschreibung. Die Kleidung des Opfers wurde in der sich nebenan befindlichen Dusche gefunden. Der Pool war geheizt und abgezäumt. Umliegende Gebäude haben keinen Blick auf das Becken. Beweismaterial, keine Fingerabdrücke, Haare oder Textilfasern. Untersuchung der Leiche. Druckstellen am Hals weisen darauf hin, dass die Tote ertränkt wurde. Das Opfer weist mehrere Kratzspuren auf, die wahrscheinlich auf die Fingernägel des Angreifers während eines Kampfes zurückzuführen sind. Identifizierung. Die Leiche wurde von ihrem Arbeitgeber Patrick O'Connell identifiziert. Benachrichtigung des nächsten Verwandten. Das Opfer war ledig und kinderlos und hatte keine näheren Verwandten. Gewebeprobe wurde nicht angefordert, gibt keine Autopsie-Nachrichtigung und diesmal stammt der Bericht von Frederick Barclay. Gut. Also jetzt, sie werden, wurden bis jetzt immer an Orten, mit, die irgendwas mit Wasser zu tun haben, gefunden. Schwimmbecken und Toilette, gut, ist sehr entfernt, aber na gut. Ich sage viel zu häufig, na gut. Stadt Chicago Polizeipräsidium, Bericht des Ermittlers, Fallnummer, was weiß ich, und Tote Shannon Bramer. Ach, meine Güte, können die nicht mal normale Nachnamen haben? Informationsquellen, Streifenpolizist Ryan, CPD3, oder CPD, ist egal, wie man es ausspricht, oder? Zweitens Marlene Katz, Nachbarin, Marlene Katz bestimmt. Und drittens Aaron Martinez, Laborpartner. Ermittlung. Am Mittwoch um 19.02 Uhr rief Marlene Katz, die Nachbarin der Toten, unsere Dienststelle an, um deren Tod zu melden. Der Streifenpolizist Ryan wurde angewiesen, dies zu untersuchen. Die Tote befand sich in ihrer Wohnung, teilweise in ihrer Badewanne, da wieder was mit Wasser untergetaucht. Man hat mich gerufen, um die Örtlichkeit zu untersuchen. Tod Wohnsitz 1452 Webster Avenue. Apartment 22, Chicago, Illinois. Zeugenaussagen. Streifenpolizist Ryan gab an, dass er die Aussage von Marlene Katz aufgenommen hatte. Sie gab an, sie hätte bemerkt, dass Wasser auf der Wohnung der Toten, die sich direkt über der ihrigen befindet, tropfte. Als die Tote nicht reagierte, betrat Frau Katz die Wohnung mit einem Ersatzschlüssel, der ihr von der Toten anvertraut worden war. Die Tote befand sich teilweise in ihrer Badewanne untergetaucht. Frau Katz behauptete, sie habe den Wasserhahn abgedreht, der immer noch aufgedreht war, als sie das Badezimmer betrat. Katz vermutete, dass ihre Nachbarin tot war und so rief sie den Notruf an. Katz identifizierte die Tote als Shannon Brame, 22, Studentin an der Universität von Chicago. Während der Untersuchung kam bei der Laborpartner des Opfers an. Ach so, ja, okay. Aaron Martinez, der behauptet, dass er und die Tote gerade für ein Projekt zugewiesen waren. Beide Zeugen waren der Meinung, dass das Opfer sich guter geistiger Gesundheit erfreute und eine unwahrscheinliche Selbstmordkandidatin war.
Ortsbeschreibung. Die Wohnung der Toten zeigte keine Spur eines gewaltsamen Eindringens, was darauf hinweiste, dass sie ihren Mörder möglicherweise kannte. Eine Schreibtischlampe lag zerbrochen auf dem Boden und Bücher waren überall verstreut, was die einzigen Anzeichen für einen Kampf waren. Weißmaterial, Fingerabdrücke, Haare und Textilfasern wurden von der Spurensuche eingesammelt. Schuhabdrücke, die aus der Wohnung führten, wurden abgemessen und fotografiert. Untersuchung der Leiche. Abdrücke am Hals weisen darauf hin, dass die Tote ertränkt wurde. So wie alle Opfer bis jetzt. Scheinbar hat der Mörder einen sehr kranken Fetisch. Statt der Chicago-Polizeipräsidium Bericht des Ermittlers. Fallnummer wieder irgendwas mit 2004. Tote Natalie Kenworth. Warte, Kenworth. Der Name kam doch schon im ersten Fall vor. Informationsquellen. Erstens Inspektor Miller, zweitens Eric Adler und drittens Robert Jackson. Um 21.35 Uhr rief Eric Adler unsere Dienststelle an, um den Tod von Natalie Kenworth zu melden. Inspektor Miller wurde für die Untersuchung zugewiesen und rief mich nach der Ermittlung der Details an. Die Tote wurde auf einem Laufsteg in der Kanalisation gefunden. Auf einem Laufsteg in der Kanalisation? Ort Tod Waveland Avenue, Chicago, Illinois. Zeugenaussagen. Eric Adler war vom Stromversorgungswerk Chicago entsandt worden, einen Stromausfall in der Gegend Waveland Avenue zu beheben. Als Adler in die Kanalisation hinabstieg, um das Problem zu lokalisieren, fand er das Opfer. Adler rief den Notruf an, um die Ambulanzeinheit verständigte die Polizei. Über dem Kopf des Opfers war ein Kissenbezug geschürt, der von einem Kissen des Schlafzimmers des Opfers abgezogen worden war. Adler behauptete, er habe es offen gerissen, um zu versuchen, das Opfer wiederzubeleben. Hausverwalter Robert Jackson lebt im Kellergeschoss des Gebäudes. Er wurde befragt und gab an, dass er keine ungewöhnlichen Geräusche hörte. Allerdings räumte er ein, dass er den Fernseher eingeschaltet hatte und deswegen wahrscheinlich nur äußerst laute Geräusche hätte wahrnehmen können. Toll. Jackson behauptete, dass das Opfer glücklich zu sein schien und ihm keine Beziehungsprobleme bekannt waren. Auf dem Laufsteg in der Kanalisation wurde keine Anzeichen eines Kampfes gefunden. Der Körper des Opfers war über den Laufsteg bis zu einem Stromverteiler gezerrt worden, der außer Betrieb gesetzt worden war. Das Opfer war bereits tot und wurde an dieser Stelle abgelegt. Der am Fundort der Leiche befindliche Blutmenge zufolge dürfte das Opfer dort und nicht in ihrer Wohnung aufgeschlitzt worden sein. Kann es sein, dass das war, was wir im Intro gesehen haben? Die Wohnung des Opfers wies keine Anzeichen gewaltsamen Zutritts auf. Gibt keine Hinweise auf einen Kampf. Blutspuren am Badewannenrand und den Bodenkacheln wurden teilweise zu verschmierten Flecken verwischt. Die Straftat hatte dort begonnen und der Tod war auch dort eingetreten. Die Leiche wurde erst danach in der Kanalisation abgelegt. Beweismaterial. Fingerabdrücke, Blutproben, Haare und Textilfaser wurden von der Spurensuche eingesammelt. Der zerrissene Kopfkissenüberzug wurde für eine weitere Analyse mitgenommen. Untersuchung der Leiche, Abdrücke am Halsbereich sowie eine zerquetschte Luftröhre weisen darauf hin, dass das Opfer erwürgt wurde, möglicherweise mit dem Kopfkissenbezug als Hilfsmittel. Identifizierung: Meredith Kenworth, die Mutter der Verstorbenen, identifizierte die Tote. Benachrichtigung des Nächstverwandten: Das Opfer war ledig und kinderlos. Nächster rechtlicher Verwandte ist ihre Mutter Meredith Kenworth. Gewebeprobe nicht angefordert. Autopsiebenachrichtigung. Special Agent Victoria McPherson von der FBI Ermittlungseinheit möchte 2 Stunden vor der Autopsie informiert werden. Okay. Ja. Achso. Ah, es geht noch weiter. FBI Special. Okay, gut. Autopsiebericht Nummer 2004-07837. Kenworth Natalie. Zeugen: FBI Special Agent Victoria McPherson war bei der Autopsie anwesend. Gutachtung: Die Todesursache ist Ertrinken. Druckstellen am Hals und Verletzungen der Luftröhre liegen vor dem Todeseintritt und wurden vom Kopfkissenbezug verursacht, der als Würgehilfsmittel verwendet wurde. Die Aufschlitzung wurde nach dem Tod vorgenommen, hätte aber zweifelsohne ebenfalls den Tod herbeigeführt. Hat aufschließend so an sich, aber egal. Toxikologische Tests ergaben einen erhöhten Alkoholspiegel 0,14 im Blut und die Anwesenheit von Rohypnol, das in Verbindung mit dem Alkohol dazu geführt haben dürfte, das Opfer außer Gefecht zu setzen. Todesart ist Mord. Claire Ashby, medizinische Prüferin. Ah, okay. Aber kam nicht hier im ersten Dings ein Kenworth vor? Oder bin ich doof?
meine Info kam der Name Kenworth schon vor. Naja, werden wir ja wohl hinterher noch sehen. Jetzt habe ich schon die ganze Folge wieder damit zugebracht. Hallo, ist da niemand? Scheinbar nicht. Ich würde sagen, hier machen wir aber auch mal schon mal einen Schnitt. Ich weiß, die erste Folge bestand jetzt hauptsächlich nur aus Vorlesen und dem Intro, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ich finde, es macht ja einen recht interessanten Eindruck. Schauen wir mal, wie es weitergeht und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Still Life. Bis dahin, macht's gut.